Hallo, gleich zeige ich dir, wie man am schnellsten die Tonart bestimmen kann. Manchmal haben wir am Anfang vom Stück ein Kreuz oder manchmal sind das zwei Kreuze oder drei und so weiter bis sechs Kreuze. Und genauso, es kann sein, dass am Anfang stehen Bs. Ein B, zwei, 3, 4, 5 oder 6 Bs. Und um festzustellen, welche Tonart ist das, in welcher Tonart steht das Stück, brauchen wir einfach zwei Hände und jede Hand muss 5 Finger haben. Und jetzt, falls wir Kreuze haben, nehmen wir die rechte Hand und legen mit dem Daumen auf C. Dann legen alle Finger nacheinander und das, was wir oben haben, welche Note ist das? G. Dann die Tonart mit einem Kreuz ist G-Dur. Jetzt legen wir einfach den Daumen statt kleinen Finger auf G. Und nochmal alle Finger nacheinander. Dann ist die obere Note D. Dann Tonart mit zwei Kreuzen ist D-Dur. Oder nochmal statt kleinen Finger legen wir den Daumen auf D. Und nochmal alle Finger nacheinander. Dann ist die obere Note A. Also Tonart mit drei Kreuze ist A-Dur. Und so weiter. Also je nachdem, wie viele Kreuze wir haben, so viel Mal müssen wir den Daumen wechseln und nochmal wechseln und nochmal wechseln. Super. Jetzt das Gleiche funktioniert auch mit Bs. Dafür brauchen wir aber die linke Hand. Dann legen wir Daumen auf C und wieder sortieren alle Finger nacheinander, nur nach unten. Und dann, welche Note ist da unten? F. Das ist F-Dur. Also F-Dur hat ein B. Dann wechseln wir auf F-Daumen und nochmal bis 5 sortieren. Dann haben wir unten H. Also Tonart mit zwei Bs ist wahrscheinlich H, aber wir wissen, dass im Schlüssel steht erstmal B an erster Stelle. Deswegen es gibt kein H, sondern B. Also B-Dur. Okay. Und so weiter. Tonart mit drei Bs. Zählen wir einfach dreimal nach unten. Eins statt F Daumen. Zwei statt H Daumen. 3. Und bei 3 werden wir dann auch ein S haben. Nicht E, sondern S. Weil wir haben im Schlüssel auch ein S dabei. Deswegen, es gibt kein E in diesem Tonart, sondern wird automatisch S sein. Gut, und so weiter. Also 1, F, 2, H, 3, E, beziehungsweise nicht H, sondern B und nicht E, sondern S. Und dann nochmal statt E A und dann wird wieder A sein. Aber es ist einfacher, wenn du wieder von Weißen abzählst und nur zum Schluss dann deine schwarze Taste daraus machst. Also 1, 2, 3, 4 und 5 und 6. Für 6 fehlt mir eine Taste. Also, aber man kann das auch dann noch von oben abzählen. Jedenfalls, das geht nach diesem Prinzip. Und je nachdem, wie viele Kreuze oder Bs du hast, so viel Mal müssen wir entweder nach oben oder nach unten abzählen. Das ist ja einfach, ja? Man kann das gar nicht vergessen. Man braucht dafür keine Gedichte lernen oder irgendwelche Reihenfolgen. Hände hat man immer dabei und man muss einfach nur wissen, dass für die Kreuze nehmen wir die rechte Hand und für Bs die linke Hand. Wir machen noch einen kleinen Test und schauen, ob wir das zusammen anwenden können, das, was wir jetzt gelernt haben. Wir haben hier Mondscheinsonate von Beethoven. Und das sieht so aus. Wir haben hier vier Kreuze. Dann, welche Hand nehmen wir? Die rechte Hand. Dann legen wir Daumen auf C, alle Finger nacheinander. Ein Kreuz,
wer G-Dur. Jetzt auf G nochmal Daumen legen. Zwei Kreuze wäre D-Dur. Legen wir auf D wieder Daumen. Drei Kreuze hätten wir bei A-Dur. Und auf A nochmal unser vier Kreuze haben wir auf E-Dur. Prima. Aber manchmal haben wir Molltonart. Ja? Dann ist es auch nicht schwer. Wir müssen dann von Dur 1,5 Töne nach unten abzählen. Dann bekommen wir Moll. Also wenn wir jetzt E-Dur haben, Mondscheinsonate, dann von E zählen wir 1,5 Töne nach unten. Dann wissen wir, welche Molltonart ist das. 1,5 Töne, das sind halb, die nächste schwarze Taste, dann nochmal halb und 1,5. Das ist dann Cis-Moll. Und das ist immer so, von Dur 1,5 Töne nach unten. Und man zählt immer so Halbtonschritte. Halb, 1, 1,5. Wir können auch von C 1,5 Töne nach unten abzählen. Das wäre dann die nächste Note, diese weiße. Das ist halb, 1, 1,5. A-Moll. Oder von G zählen wir 1,5 nach unten. Also halb, 1, 1,5. Das wäre dann G-Dur, E-Moll. Super, das war's. Glückwunsch. Ich freue mich, dass wir so einen tollen Trick jetzt anwenden können. Und du kannst immer sagen, welcher Tonart ist das. Egal, wie viele Kreuze oder Bs du hast und ob das Dur oder Moll ist. In unseren nächsten Stücken werden wir das verwenden. Viel Spaß und bis bald.